Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, dass ihr schon in Weihnachtsstimmung seid, denn heute werden wir zusammen diesen niedlichen Boho-Tannenbaum häkeln. Also macht jetzt euren Lieblingsweihnachtssong an, schnappt euch Wolle und Häkelnadel und los geht's! Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Farben Wolle. Ich habe jetzt einmal das New Cancun von Katja für den Tannenbaum und dann für den Stamm unten habe ich hier die Cotton Happy, die ist glaube ich von Gründel. Und genau, also zwei verschiedene Farben Wolle braucht ihr. Dafür benutze ich dann eine Häkelnadel der Stärke 3. Außerdem braucht ihr natürlich wie immer eine Schere, eine Stopfnadel, einen Maschenmarkierer. Da könnt ihr aber, wenn ihr keinen zur Hand habt, auch ganz einfach eine Haarklammer zum Beispiel für nehmen. Und optional könnt ihr noch eine Perle nehmen, um das Ganze zu verzieren. Ihr findet wie immer alle Materialien unten in der Infobox. Wir starten dann jetzt als allererstes mit unserer Anfangsschlaufe und jetzt häkeln wir 4 Luftmaschen. Die erste, die zweite, die dritte und die vierte. So, und jetzt häkeln wir in festen Maschen zurück und zwar stechen wir in die vorletzte Masche ein, holen den Faden und machen dann da jetzt eine feste Masche. Dann gehen wir zur nächsten Masche und auch in diese häkeln wir eine feste Masche und in die allerletzte bzw. in die erste Luftmasche, die wir gemacht haben, kommt auch eine feste Masche hinein. Anschließend macht ihr dann eine Luftmasche und wendet eure Arbeit. Wir haben jetzt insgesamt 3 Maschen und stechen jetzt in die erste ein und in diese machen wir jetzt eine feste Masche. Dann gehen wir weiter zu der nächsten Masche und in die kommt jetzt unsere erste Bobbelmasche rein. Und zwar besteht die aus 4 unvollendeten Stäbchen. Dafür schlagt ihr einmal um, stecht in die Masche ein, holt den Faden, schlagt nochmal um und zieht durch 2 Schlaufen. Dann schlagt ihr jetzt wieder um, stecht ein, holt den Faden, schlagt um, zieht durch 2 Schlaufen durch. Und das Ganze macht ihr jetzt noch 2-mal. Ihr schlagt nochmal um, stecht ein und mascht dann wieder nur 2 Schlaufen ab. Und noch ein drittes Mal umschlagen, einstechen, durch 2 Schlaufen durch. So, und jetzt habt ihr 5 Schlaufen auf der Nadel, schlagt um und zieht den Faden durch alle 5 Schlaufen durch. Jetzt haben wir hier noch unsere letzte Masche und in die häkelt ihr eine feste Masche hinein. Wir haben jetzt weiterhin nur 3 Maschen und in der nächsten Reihe werden wir dann eine Zunahme haben am Anfang und am Ende. Dafür macht ihr dann jetzt erstmal eine Luftmasche und wendet eure Arbeit und jetzt fangen wir mit der ersten Zunahme an. Wir haben hier die erste Masche, die zweite und die dritte. Und die erste und die letzte Masche, die wird jetzt verdoppelt. Das heißt, ihr stecht in die erste Masche ein, macht dort eine feste Masche rein und stecht in dieselbe Masche nochmal ein und macht eine zweite feste Masche rein. Dann geht ihr jetzt hier zur mittleren Masche von dem Bobbel und da macht ihr auch einfach eine feste Masche hinein. Und in die letzte Masche häkelt ihr wieder 2 feste Maschen rein. Das war die erste, jetzt stecht ihr in dieselbe Masche nochmal ein und macht eine zweite feste Masche. Jetzt habt ihr am Ende dieser Runde insgesamt 5 Maschen. Ihr macht dann wieder eine Luftmasche und wendet eure Arbeit. Und in dieser Reihe haben wir jetzt abwechselnd eine feste Masche und eine Bobbelmasche. Ihr fangt mit einer festen Masche an, stecht in die erste Masche ein und macht dort eben eure feste Masche rein. Danach in die nächste Masche kommt wieder eine Bobbelmasche. Das heißt, da haben wir jetzt wieder 4 unvollendete Stäbchen. Das ist der zweite Umschlag. 2 Abmaschen, dann wieder umschlagen, einstechen,
zwei abmaschen und noch ein viertes Mal umschlagen, einstechen, zwei abmaschen. Jetzt habe ich wieder fünf Schlaufen auf der Nadel, hol den Faden und ziehe ihn durch alle fünf Schlaufen durch. In die nächste Masche kommt dann jetzt eine feste Masche und danach in die Masche kommt wieder eine Bobbelmasche. Jetzt haben wir hier noch unsere letzte Masche und in die kommt wieder eine feste Masche rein. Wir haben jetzt am Ende dieser Reihe weiterhin fünf Maschen insgesamt und zwei Bobbelmaschen. Also wir haben jetzt hier schon zwei Bobbles, wie ihr sehen könnt. Und das Ganze wechselt sich jetzt immer ab, dass wir eine Reihe haben nur mit festen Maschen, wo wir dann die erste und die letzte Masche verdoppeln. So wie jetzt. Jetzt habe ich hier eine Zunahme gemacht in der ersten Masche. Dann kommt jetzt in die nächsten drei Maschen jeweils nur eine normale feste Masche hinein. Bei diesen Bobbel- oder Büschelmaschen müsst ihr ein bisschen gucken. Da ist nämlich die Masche, die liegt ein kleines bisschen dahinter. Also wenn ihr von oben drauf schaut, dann könnt ihr das besser sehen. Und in die allerletzte Masche häkelt ihr jetzt wieder zwei feste Maschen rein. Das heißt, am Anfang und am Ende haben wir dann immer eine Zunahme und am Ende dieser Reihe habt ihr jetzt insgesamt sieben Maschen. In der nächsten Reihe habt ihr dann jetzt keine Zunahme, da häkelt ihr wieder im Wechsel eine feste Masche und dann danach kommt eine Büschelmasche oder eine Bobbelmasche, wie auch immer ihr das nennen wollt. Danach dann eine feste Masche, dann wieder eine Büschelmasche, immer im Wechsel. Danach die nächste Runde, da habt ihr dann wieder am Anfang und am Ende eine Zunahme und danach kommt dann wieder eine Runde bzw. eine Reihe, wo ihr wieder im Wechsel feste Masche, Büschelmasche, feste Masche, Büschelmasche habt. Und so geht ihr jetzt vor, bis ihr insgesamt sieben Büschelmaschen gehäkelt habt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt hier noch ein paar Reihen weiter gehäkelt. So sieht das Ganze jetzt aus und wie ihr seht, habe ich jetzt hier sieben Büschelmaschen und danach habe ich noch eine Reihe mit festen Maschen gehäkelt, wo ich am Anfang und am Ende eine Zunahme wieder gemacht habe. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich ein bisschen aufräumen und werden einmal hier drumherum in festen Maschen häkeln, damit es eben schöner aussieht. An den Kanten werden wir immer drei feste Maschen häkeln, damit das Ganze so eine schöne Rundung bekommt. Und da machen wir jetzt eben noch in dieselbe Masche zusätzlich zwei weitere feste Maschen rein. Dann haben wir da jetzt auch insgesamt drei in dieser Masche drin. Und jetzt geht ihr einfach die komplette Linie, sage ich mal, einmal hoch und stecht immer in die Lücken rein, die ihr hier schon sehen könnt. Ihr könnt das Ganze auch ein bisschen auseinanderziehen, wenn ihr die Lücken nicht so gut erkennen könnt. Und da stecht ihr jetzt einfach in die nächste Lücke ein und macht dort eine feste Masche rein. Dann sucht ihr euch hier die nächste Lücke, stecht auch da rein und macht eine feste Masche. Wenn ihr ganz oben angekommen seid, dann häkelt ihr oben, ist ja dann auch eine Kante, da häkelt ihr in die oberste Masche auch drei feste Maschen rein. Das ist die erste, dann steche ich nochmal ein, mache noch eine zweite und dann noch eine dritte feste Masche. Und dann geht ihr jetzt einfach auf der anderen Seite wieder runter, auch in festen Maschen, bis ihr eben unten bei der anderen Kante angekommen seid. So, ich bin jetzt hier bei der letzten Masche angekommen und in die
müsst ihr jetzt nur noch 2 feste Maschen reinhäkeln, weil eine ist ja sowieso schon drin durch die letzte Reihe, die wir an dem Tannenbaum gehäkelt haben. Und wenn ihr das dann habt, dann könnt ihr jetzt den Faden abschneiden und dann müssen wir ihn gleich nur noch gut vernähen, dass er nicht mehr sichtbar ist und auch nicht mehr aufgehen kann. Jetzt wollen wir aber erstmal unseren Baumstamm dran häkeln und den werde ich hier zwischen diese beiden Büschelmaschen machen. Dafür steche ich dann einfach von vorne nach hinten, also durch den Tannenbaum ein, mache mir hier meine Anfangsschlaufe mit der zweiten Farbe fertig und dann ziehe ich die Schlaufe einfach durch die Masche durch. Das Ganze wird fixiert mit einer Luftmasche und jetzt können wir schon anfangen, ganz normal mit festen Maschen wieder unseren Baumstamm zu häkeln. Ich mache dafür jetzt in die nächsten 5 Maschen einfach eine feste Masche hinein. Das könnt ihr natürlich variieren, also wenn ihr möchtet, dass euer Baumstamm schmaler oder breiter ist, dann könnt ihr da natürlich jetzt die Anzahl der festen Maschen dementsprechend anpassen. Danach folgt dann eine Wendeluftmasche. Ich drehe hier die Arbeit um und häkel jetzt einfach nur in festen Maschen die ganze Reihe dann entlang. Mache dann am Ende nochmal eine Wendeluftmasche und drehe um und mache dann auch noch eine dritte Reihe. Anschließend könnt ihr dann hier jetzt auch den Faden abschneiden und ihn dann später vernähen. Zum Vernähen fädelt ihr dann einfach den Faden auf eure Stopfnadel auf und mir gefällt das nicht, wie das hier an der Kante aussieht, deswegen versäubere ich das jetzt noch ein bisschen. Dafür steche ich dann von hinten einmal nach vorne durch die letzte Masche durch, ziehe den Faden durch und gehe dann in die Masche rechts daneben und steche von oben ein und ziehe dann eben nur durch das hintere Maschenglied einmal durch. Und dann sieht das eben aus, als hätten wir da jetzt auch noch eine zusätzliche Masche. Dann könnt ihr jetzt einfach hin und her das Ganze vernähen, dass der Faden eben gut versteckt ist. Dafür steche ich halt eben einfach ein bisschen unter irgendwelche Maschen da ein und ziehe den Faden durch und verknote das am Ende dann noch. Damit wir den Tannenbaum aufhängen können und ihn eben als Anhänger zum Beispiel an den Tannenbaum dran machen können, brauchen wir natürlich auch noch so einen kleinen Henkel. Dafür könnt ihr dann einfach den Anfangsfaden benutzen, den auffädeln und ihn jetzt eben Richtung ganz oben zu der obersten Masche bringen. Dafür steche ich dann einfach da in die oberste Masche ein und ziehe ihn jetzt einfach nach oben durch. Dann nehme ich meine Häkelnadel zur Hand und ziehe mir den Faden einmal von hinten nach vorne durch und mache dann einen Doppelknoten, dass das Ganze eben gut hält. Und dann habe ich meinen Henkel auch schon fertig. Und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt natürlich auch noch eine Perle auf den Henkel auffädeln. Ich hoffe, die Anleitung hat euch gefallen und ihr hattet ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Schaut gerne auch auf meinem Kanal vorbei, da ist bestimmt auch noch eine andere Anleitung dabei für euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch sehr gerne ein Like, einen Kommentar und natürlich würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal!